Modehaus Ronelfitsch geht's heute um Strümpfe. Hier ist Andreas. Hallo Andreas. Hallo Mike. Es geht um Strümpfe heute. Genau, geht um Strümpfe, um Damenstrümpfe, Damenstrumpfhosen, Herrenstrümpfe und da habe ich mir ganz ordentlich Unterstützung eingeladen. Genau, es geht nämlich um eine besondere Marke, es geht um Falke und hier ist Caro. Grüß dich, hallo. Hallo, hallo Mike. Caro, erzähl ganz kurz, was ist deine Aufgabe bei Falke? Ich bin im Außendienst bei Falke, im Vertrieb, zuständig fürs Saarland, Hessen und Rheinland-Pfalz und ich betreue unter anderem halt eben Kunden wie das Modehaus Ronelfitsch und gucke, dass dann auch eben die Ware am rechten Platz ist, dass eben die neue Saison vorgeordert wird und solche Sachen und ja. Heute bin ich da und gebe ein paar Infos über Falke. Du bist also dafür zuständig, dass die saarländischen Füße schick eingepackt sind. So sieht's aus. Und das Ganze. Erklär ganz kurz, Falke, was muss ich über Falke wissen? Also Falke ist ja generell eine sehr bekannte Marke in Deutschland, weil es ja auch eine deutsche Firma ist, ja, ein deutsches Familienunternehmen, in der vierten Generation mittlerweile auch geführt. Was viele der Kunden aber leider nicht wissen, ist, dass wir wirklich noch einen Großteil im Sauerland produzieren, in Schmallenberg. Also über 60% werden wirklich noch in Deutschland produziert. Was natürlich auch ja, den Wert der Marke nochmal erhöht. Ja. Also was auch noch wichtig ist, wir benutzen nur zertifizierte Rohstoffe. Gerade im Tierfaserbereich ist das ja sehr wichtig, was Wolle angeht, was Kaschmir angeht, was Kaninchenhaar angeht, dass wir da wirklich keine Tierquälerei unterstützen. Das ist auch alles nachlesbar, ja, und ja, das macht Falke eben aus. Klasse, also wirklich auch sehr nachhaltig, sehr ökologisch, absolut, sehr umweltbewusst, absolut, gedacht. Ja. Und wir sehen schon im Hintergrund, also ist es ja wirklich, ja, man sieht schon, es gibt, erstens ist jede Menge da und mein erster Eindruck ist, Sockenstrumpf ist nicht gleich Socke, nicht gleich Strumpf. Ist richtig, also ja, auch da gibt es natürlich wahnsinnige Unterschiede, denn nicht jeder Fuß, nicht jede Haut ist eben gleich beschaffen. Ja, es gibt da nur mal einen nassen Fuß, mal einen kalten Fuß, mal einen heißen Fuß und darauf muss man eigentlich beim Kunden auch achten, wenn man den richtigen Socken oder eine richtige Strumpfhose auch verkaufen möchte. Dann haben wir jetzt ja riesen Glück, dass du heute da bist. Ja, Andreas, hast du perfekt hier organisiert, dass wir heute Hilfe haben. Dann würde ich sagen, wir gehen einfach mit Caro zusammen mal kurz durch den, ja, vielleicht so durch die Abteilung. Vielleicht. Durch die Abteilung. Und ich weiß gar nicht, wo wir da am besten anfangen sollen. Ja, Caro, ich überlasse es einfach mal dir. Also, was viele Frauen mich eben fragen, auch im Verkauf, ist, warum sind die so teuer? Ja, wo kommt der Preis her? Was ist eben besonders an der Falke-Strumpfhose, was die anderen eben nicht bieten? Da gibt es einige Faktoren eigentlich, die ich auch gerne mal hier zeigen möchte an einem unserer Basic-Artikel. Was ganz wichtig ist, ist, dass wir ein sehr, sehr flaches und breites Bündchen haben. Die Naht ist sehr, sehr flach, ja, sie schneidet also auch nicht ein. Wer kennt es bei Billigstrumpfhosen, irgendwann fängt es vorne an zu jucken. Das haben wir hier eben nicht. Die rollt nicht, die schneidet nicht. Dann haben wir in all unseren Strumpfhosen auch diesen Zwickel eingearbeitet. Der ist antibakteriell. Das heißt also, ist für viele Frauen vielleicht ein bisschen unangenehm zuerst, aber man kann es auch wirklich ohne Unterwäsche tragen, sodass man eben nicht noch einen doppelten Abdruck von der Unterhose hat. Was auch ganz wichtig ist, auch oben im Höschenbereich, ist, dass wir verschieden lange Nähte haben. Die Naht vorne ist straffer genäht als die Naht hinten. Hat den Vorteil, dass wenn wir uns bücken und setzen, die Naht hier hinten mitgeht und die Strumpfhose nicht rutscht. Ganz, ganz wichtig. Okay, das heißt, da wurde wirklich an sehr, sehr vieles gedacht. Ich muss sagen, viele Informationen für mich persönlich waren die jetzt neu, gebe ich ganz ehrlich zu. Für viele Frauen ist das neu, ja. Sogar für viele Frauen. Muss ja. Andreas, du wusstest darüber Bescheid? Ich bin ja schon vorinformiert worden. Du hast schon die Privatschulung bekommen, damit ihr dann auch wisst, was ihr dann eben für Produkte habt, logischerweise. Das macht ja auch vollkommen Sinn. Nee, spannend auf jeden Fall. Ja, ich will. Sehr spannend, Flachnaht noch, dass eben keine Druckstellen unten an dem Zehenbereich und so weiter entstehen. Also es ist viel Technik, viel Know-how in solchen Strumpfhosen verarbeitet, dass sie eben sitzt, rutscht, nicht rutscht und eben perfekt passt. Okay, da macht es auch Sinn, weil du das gerade angesprochen. Natürlich ist eine Produktion, die ist natürlich auch aufwendig, aber auch sehr, ja, qualitativ hochwertig. Definitiv, ja. Klasse. Das waren jetzt direkt die Strumpfhosen, ich würde sagen, jetzt gehen wir trotzdem mal kurz durch, ich gehe mal einfach mal so rum vielleicht mit dir, ja. Dann sehen wir mal wirklich, also es ist ja wirklich Wahnsinn, was für eine riesen Auswahl es gibt, also ich meine, ich frag die Fachfrau, was gibt es hier alles? Also es gibt natürlich die Basics, die das ganze Jahr durchlaufen, ja, schwarz, grau, blau, das braucht man immer, es gibt aber natürlich über jeder Marke auch eine zwei Saisons.
da wo wir eben Modestrumpfhosen, Modesocken auch verkaufen. Da ist mal ein bisschen Glitzer, da ist ein bisschen Druck dabei. Was aber auch noch ganz wichtig ist, wir sind auch sehr stark und innovativ im Bereich Funktion. Wir haben sehr viel Shape-Strumpfhosen, die sehen wir einmal da drüben in der blauen Verpackung, ganz hinten durch. Ja, da haben wir dann eben auch verschiedene Shape-Produkte, die eben nicht nur Hüfte und Bauch flach machen, sondern den Po auch shapen, also mit einem unsichtbaren Lifting-Faden quasi den Po in Form bringen, weil keiner will einen flachen Po haben. Außerdem haben wir auch Stützstrumpfhosen, wer lange steht, lange sitzt im Büro zum Beispiel oder eben wer viel fliegt. Da haben wir dann auch eben ja, zwei verschiedene Produkte als Strumpfhose und auch als Kniestrumpf, dass die Beine eben den ganzen Tag vitalisiert werden, man keine schweren Beine bekommt, keine Wassereinlagerung und so weiter entstehen und sogar Besenreißer vorgebeugt werden können. Ist auch super für alle, die den ganzen Tag im Stehen arbeiten. Also unser Team läuft ja auch den ganzen Tag rum. Während der Arbeitszeit ist einfach, ja, gibt es natürlich auch bei Männern dann ohne Strumpfhose, sondern nur mit Strumpf, der das genau halt auch verhindert und ist einfach super angenehm. Da hat man halt abends keine dicken Füße und ist fit, danach noch was zu unternehmen. Klasse, also jetzt nicht nur, ich sag mal, das schicke Aussehen, sondern tatsächlich auch viel Funktionalität und ja, ich weiß nicht, ob ich es sagen darf, medizinisch, aber zumindest einen gesundheitlichen Aspekt. Genau, so ist es. Also ich habe sie heute auch an, die ziehe ich eigentlich jeden Tag an, weil im Außendienst sitzt man viel im Auto, ja. Und niemand würde jemals denken, ich trage einen Stützstrumpf. Habe aber trotzdem wirklich ein super Gefühl den ganzen Tag über. Klasse. Ja. Klasse, also wirklich eine, ja, mega Auswahl. Wie gesagt, wir können es mal zeigen. Und das sind auch natürlich nicht hier nur die sogenannten Stützstrümpfe, Funktionsstrümpfe. Genau. Funktionsstrümpfe, die aber sehr, sehr ästhetisch aussehen. Ne? Das ist eben unser Pluspunkt dann in dem Sinne. Ja, und hinzu kommen dann, ich sag mal, Anführungsstriche, natürlich die normalen Strümpfe und wahrscheinlich auch alles. Ja, ich muss erstmal gucken, mich zurechtfinden. Wie gesagt, ich bin hier von der Menge beinahe überschlagen. Ja, also es gibt natürlich Wolle, es gibt Baumwolle, es gibt Lyocell, es gibt Bambusfasern, es gibt Kaschmir. Für jede Jahreszeit auch das Richtige dann dabei. Dann haben wir aber auch so schöne Sachen wie mit einer Glitzerstulpe noch dazu, Norweger Kniestrümpfe. Falke produziert auch Burlington, ja, also auch das wurde 2008 von Falke übernommen und seitdem stricken wir auch die Burlington-Socken, auch für die Herren. Okay, ja. Ich glaube, wir müssen anders anfangen. Vielleicht sagst du einfach mal, was gibt es denn nicht von Falke? Wenig. Nee, also es gibt wirklich schon tatsächlich fast alles bei Falke. Also das Repertoire ist ja Wahnsinn und wir sind jetzt hier nur... Keine Jeanshosen. Andreas, ich hab dich nicht verstanden. Ja, ich glaube, Jeans fehlt. Der Jeansstrumpf, vielleicht wäre das was für 2020. Ja, das könnte sein. In Jeans-Optik. Es gibt ja einen, der heißt Denim, der hat eine Jeans-Optik, ja. Ja, seht ihr mal. Ja. Also 2020, der neue Jeansstrumpf von Falke. Nein, Scherz beiseite. Wie gesagt, bevor ich das wiederhole, dass die Auswahl wirklich riesengroß ist. Und wir sind jetzt hier gerade mal auf der Seite der Damen. Auch bei den Herren gibt es ja jede Menge. Bei den Herren gibt es natürlich auch für jeden Mann das Richtige, von Baumwolle über Wolle, über Muster. Beispielsweise haben wir hier die aktuelle Winterkollektion. Hier haben wir so die Augen von einem Kaiman nachgestellt. Wer es nicht so exotisch möchte, der kann dann eben auch auf Streifen zurückgreifen oder auf Uni in verschiedenen Farben. Da gibt es jede Saison dann wieder eine sehr schöne Farbpalette, aus der man wählen kann. Hier unten. Ganz cool. Genau. Den hier mit so einer Rippe und dann eine Zweifarbigkeit drin. Ist jetzt so ein Strumpf für mich. Unter anderem finde ich ganz cool unter einer schicken Hose, weil man da einfach ja noch ein Highlight hat, aber es ist jetzt nicht too much. Ja. Yes. Auf jeden Fall sieht man jetzt schon auch hier, sowohl bei den Damen wie auch bei den Herren, ist wirklich, also in den Mustern, den Farben, also wirklich gar keine Grenze gesetzt vom klassischen, wie du sagtest, Unifarbenen, vielleicht vom Business-Socken, schwarz auf den schwarzen Anzug, aber auch hier, wer es mag, sei es extravagant ausgefallen, mal wärmer, mal kälter, immer passend zum jeweiligen Fuß. Richtig. Und gerade bei den Männern beobachten wir, dass die wirklich immer mutiger werden, was Farbe und Muster angehen, weil Krawatte ist halt langsam nicht mehr so in und ne, was trägt man dann als Accessoire? Das ist meistens die Socke. Und wir merken wirklich, dass die Männer da viel, viel mutiger sind als die Damen, was natürlich auch schön ist. Ne? Das freut uns natürlich sehr. Daher auch die Farbenvielfalt. Und auch an alle Männer da draußen, traut euch. Also es ist nach wie vor der Trend quasi, der...
Der Sockentrend, das heißt, man macht den Socken zum Accessoire, das heißt, abgepasst vielleicht auf, ja, vielleicht auf Krawatte. Vielleicht auf Einstecktuch, vielleicht auf T-Shirt oder Hemd oder ganz aus dem Rahmen springen, das machen auch viele, ja. Also quasi grauer Anzug und dazu vielleicht so eine pinkfarbene Socke. Ja, warum nicht? Du nickst die ganze Zeit, das ist dein Style. Auch, ja. Zum Beispiel mein bester Freund, der heiratet jetzt, die haben als Hochzeitsfarben unter anderem Salbei. Und er muss sich eine salbeifarbene Socke besorgen, weil die muss ja zu seiner Krawatte und Einstecktuch passen. Und wo bist du fündig geworden? Hier. Perfekt. Was ein Zufall wieder. Ja, hier sind wir jetzt ja dann, ich sag mal, bei dem Sockenbereich, der so für den Alltag oder fürs Geschäft gedacht ist. Wie sieht's denn aus mit vielleicht Freizeitaktivitäten? Mhm. Da sind wir natürlich auch super ausgerüstet. Klar, ne, für Wandern, für Sport, fürs Fitnessstudio oder was auch immer haben wir natürlich auch Socken dabei. Da einmal hinter dir haben wir den Walkie und den Walkie Light. Das sind auch eben, was ganz besonders ist bei Falke, wieder Socken, die diesen Rechts- und Linksstrick haben. Ja, also das ist wirklich dem Fußverlauf angepasst anatomisch, dass wir nicht zu viel Stoff im Socken oder im Schuh haben, dass der Socken eben nirgendwo sich, aufstaut und wir dann eben Blasen oder irgendwas bekommen, Druckstellen. Wir haben überall eine sehr flache Naht, was ja auch beim Wandern gerade wichtig ist, dass der Socken sehr, sehr, sehr bequem ist. Und wir haben sehr, sehr lange Schaft, dass es nicht in den Schuh rein, reinrutscht. Und das ist eben das Besondere an den Wandersocken. Die haben wir einmal ein dünner und einmal ein dicker. Genau, ich zeig's dir mal. Genau. Und hier für jemanden, der... Kuschelsocken. Also auch daran wird gedacht hier, von wegen selbst gemütlich zu Hause auf der Couch, genau. Für die Kaminabende. Also wirklich, ja, hier sehen wir auch was für die ganz heißen Füße. Ja, das ist unser Cool Kick, das kann man super zum Sport anziehen, auch eben als Invisible nennen wir die, die nicht aus dem Schuh rausgucken. Ja, also der ist wirklich, als wäre er nicht da, der Socken. Trotzdem hat er eben die Funktion, dass er ein wahnsinniges Feuchtigkeitsmanagement hat im Sportbereich, dass er die Feuchtigkeit eben aufnimmt, nach außen in den Schuh leitet und wir auch keine nassen Füße bekommen, eben auch Blasenbildung vorbeugt. Und den haben wir auch als Sneaker. Ja, also wie gesagt, ich wiederhole mich, aber es gibt, glaube ich, wirklich keinen Socken, den es nicht von Falke gibt. Also, ich muss sagen, ich bin jetzt gerade ein bisschen fast schon überfahren damit mit dieser Auswahl. Nicht, dass ich jetzt einfach derjenige bin, der sagt, oh, Hauptsache Socken. Nein, eigentlich gar nicht. Aber war mir persönlich jetzt auch nicht bewusst, dass es wirklich eine so riesige Palette an Socken der verschiedenen Funktionen von Falke gibt. Ja, aber ich glaube, das wissen auch ganz viele Kunden nicht. Deswegen animiere ich immer jemand, also alle dazu, fragt das Personal, eben was es gibt, was die Besonderheiten sind. Nicht wundern, wenn das Personal auch mal nach der Fußbeschaffenheit fragt, ja, weil jeder Fuß ist eben anders, wie ich schon gesagt habe. Und für jeden ist wirklich was dabei. Aber jetzt, wenn wir heute schon mal... Bei Runellenfitsch. Genau. Und wenn wir heute schon mal die Fachfrau da haben, frage ich doch mal, was kann man denn beim Sockenkaufen falsch machen? Nicht Falke kaufen. Nein, es ist wirklich wichtig, dass... Wie ich schon gesagt habe, wenn man jetzt wirklich immer ganz, ganz heiße Füße hat, ja, oder auch schwitzige Füße, dass man wirklich guckt, welches Material nehme ich. Ob ich jetzt einen Baumwollsocken oder einen Wollsocken auch im Sport. Eine normale Baumwolle saugt zwar wahnsinnig viel Wasser auf, die gibt es aber nicht ab. Und wenn ich beim Sport dann schwitze, habe ich die ganze Zeit einen nassen Fuß und irgendwo ist dann Reibung und dann macht das Ganze keinen Spaß mehr, weil dann kriege ich Blasen. Also gerade in solchen Bereichen ist es wichtig, dann auf den Rat der Verkäuferin zu hören, was denn da das Beste ist. Auf jeden Fall haben wir heute ganz viel gelernt über Socken von Falke, also was es da alles gibt. Wirklich Wahnsinn. Caro, dann erstmal vielen Dank, dass du heute hier vorbeigekommen bist und so ein bisschen kleinen Überblick gezeigt hast, weil ich glaube, wir würden jetzt jeden einzelnen Socken, jede einzelne Strumpfhose durchgehen. Ich glaube, wir könnten hier so... Das dauert was. Ja, so eine Tagessendung draus machen. Ja, das dauert ein bisschen. 24 Stunden Falke live. Es gibt wirklich... Also die Schlüssel da. Also kein Problem. Also man kann wirklich sagen, es gibt wirklich für jede Gelegenheit, für jeden Anlass, für Männlein, für Weiblein, für den Kalten, für den Heißen, für den Dicken, für den Dünnen, für jeden Fuß gibt's was. Ja, das ist richtig. Haben wir doch schön zusammengefasst. Ja, Caro, dann vielen Dank. Und Andreas, du kennst das Spielchen. Jetzt musst du natürlich den Leuten verraten, wo sie sich denn am besten mal die ganzen Falke-Socken angucken? Am allerbesten im Modehaus Runellenfitsch in Merzig. Wir sind in der Fußgängerzone in der Poststraße 34 bis 36. Ins Navi bitte die Friedrichstraße 5 eingeben, dann kommen sie direkt auf den Parkplatz bei uns hinterm Haus.
Ja, wir sind Montag bis Samstag für Sie da, immer von 9 bis 18.30 Uhr, also von Montag bis Freitag und samstags immer bis um 16 Uhr und am ersten Samstag im Monat immer bis 18 Uhr. Genau, und ich kann empfehlen, einfach mal wirklich vorbeikommen, weil was ihr gesehen habt, ist wirklich nur ein Mini-Auswahl an Falke-Socken. Also es ist hier, 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 da hinten, ich glaube hinter mir auch nochmal jede Menge und auch ständig neu. Und wir waren gar nicht bei den Kindern. Und auch bei den Kindern, da gibt es auch noch Falke-Socken. Da gibt es dieselbe Auswahl und dieselben Funktionen natürlich auch für die kleinen Füße. Wahnsinn. Ja, dann bedanke ich euch mal bei euch beiden für diese tolle Information. Caro, wie gesagt, nochmal vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich sag wie immer, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, bis dann. Du auch. Ciao. Tschüss.